Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu der bereits dritten Ausgabe von Die Musikathek trifft. Und heute treffen wir die Jungs von Kult. Ich bin gerade hier in Essen-Borbeck an der Mai-Rock- und Pop-Musikschule der drei Jungs. Und wer wissen möchte, was sich Philipp, Krause und Chris zu Weihnachten wünschen und wie die Konzertsaison 2017 so ablaufen wird, der bleibt jetzt dran. Und als Pusten noch half und es Drachen gab, haben wir Burgen gebaut. An nur einem Tag waren wir ganz ohne Meer oder Schiffpirat. Wir sind Kinder der 90er. Wir sind von Couch zu Couch gesprungen, um der Lava zu entkommen. Und die Mohrenjagd war Trendsport am... Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Hallo Krause, hallo Philipp und hallo Chris. Hi. Schön, dass ihr ein bisschen Zeit für uns gefunden habt. Wir sitzen hier in eurer Schule, in eurer Musikschule, in der Mai Rock und Pop Musikschule in Essen-Borbeck, habt ihr mir gerade gesagt? Ja. Erzählt mal ein bisschen über eure Musikschule. Was macht ihr hier so? Musik, alles. Sehr gut, Musik. Ja, wir sind umgezogen hierher. Wir hatten vorher eine etwas kleinere und dann haben wir uns etwas vergrößert und wir machen tatsächlich alles. Also jeder unterrichtet hier in seinem Gebiet, also Gitarre, Bass, Gesang. Wir machen Songwriting-Kurse und können auch ein paar Sachen aufnehmen für die Leute. Und ja, also wirklich das Komplettpaket quasi. Okay. Ja, was halt total wichtig ist, wir sind weg von diesem klassischen Unterrichtskonzept, wo man Händchen klein und so weiter lernt und diese ganzen Lieder, wo eigentlich heutzutage kein Musiker oder kein Kind mehr Lust drauf hat. Mhm. Wir versuchen halt eher praxisorientiert, halt mit aktiven Rock- und Popmusikern zu unterrichten und alles unterrichten auch noch weitere hier und versuchen das Ganze einfach mal deutlich moderner zu gestalten, also viel mehr Charts zu spielen, darauf einzugehen, was will die Person wirklich lernen und dann halt auch das Rundumpaket zu unterrichten. Halt Songwriting ist irgendwo bei jedem mit dabei und wenn es nur in den einfachsten Wegen ist so und ich denke, das ist ein Unterrichtskonzept, was heutzutage eigentlich deutlich besser funktioniert und ja, dem Zeitgeist entspricht. Genau, es wird hier nicht mehr auf die Finger gehauen. Okay, aber schon jeder das, was er so am besten kann, das heißt also du wirst Gesang unterrichten? Genau, Gesang und Songwriting und ein bisschen Gitarre. Ja, und du dann Schlagzeug tatsächlich auch oder? Ja, ein bisschen, ja. Ja, hauptsächlich Gitarre, Bass. Mhm. Komposition, bisschen Songwriting auch. So. Wie sieht es im Moment aus? Seid ihr ausgebucht? Wird das total gut angenommen oder könnte es noch ein bisschen mehr sein? Also es wird gut angenommen. Wir wachsen halt mit der Schule. Deshalb sind wir auch umgezogen jetzt in größere Räume. Und wir haben definitiv noch Plätze frei. Aber ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Ja. So. Ja. Aber generell Bewerbungen oder Anmeldungen können jederzeit noch kommen, oder? Immer. So im Moment, dass ihr sagt, voll. Also wenn jemand Bock hat und vorbeikommen will, dann Tür ist offen. Gerne irgendwie mal einfach so eine kostenlose Probestunde mitnehmen und einfach sich das mal angucken, hier die ganzen Räume und uns. Und ja, das geht auf jeden Fall noch. Unterricht von Montag bis Freitag oder wie sieht das aus? Weil ihr seid ja auch viel unterwegs auf Konzerten selber, auf Tour auch teilweise. Also wir selber unterrichten immer bis Donnerstags, montags bis Donnerstags. Freitags versuchen wir uns weitestgehend halt freizuhalten, weil man spielt auch mal in Bayern und muss irgendwie früh morgens losfahren. Aber es sind auch noch andere Leute da. Wenn wir mal nicht da wären, würden wir vertreten werden, sodass wir eigentlich immer einen guten Unterricht gewährleisten können. Ja, sehr gut. Ja, dann ihr da draußen, ihr könnt euch natürlich dann jederzeit bei den Jungs mal melden und wer noch ein bisschen Unterricht haben möchte in Gesang, Gitarre, Bass etc., meldet euch bei den Jungs, ne? Im Moment seid ihr mit eurem aktuellen Album mit Worten am Start. Genau. Und jetzt, glaube ich, auch im Oktober war Single-Release von Wenn du lachst, Radio Edition ist auch rausgekommen. Mhm. Erzählt mal was über das Album. Seid ihr zufrieden, wie es angenommen wurde, auch was die Single angeht? Ja. Super zufrieden. Also das Album ist ja jetzt ungefähr ein Jahr alt und wenn man echt überlegt, es war unser Debütalbum und wir haben ja wirklich von Null, wir sind ja wirklich bei Null gestartet, haben alles komplett erspielt und ja, für das erste Album sind wir extrem zufrieden, was damit passiert ist. Also jetzt bei der aktuellen Single, schon mal so ein Mini-Ritterschlag gewesen, dass unsere Songs halt genommen werden und gecovert werden bei Voice of Germany zum Beispiel. Mhm. Das ist ja so ein kleiner musikalischer Ritterschlag immer schon. Und ja, also wir sind sehr zufrieden mit dem, was passiert und wie sich das alles entwickelt. Ja. Ja.
Da sind wir dann auch schon beim zweiten Album. Ist da schon irgendwas in Planung? Könnt ihr schon was verraten? Also wir sind fleißig am Schreiben. Mhm. Es gibt definitiv ein zweites Album 2017. Wann genau, wissen wir noch nicht. Mhm. Okay. 2017. 2017 auf jeden Fall. Ja. Ja. Also aber wir legen auf jeden Fall nach. Ja. Man muss dazu natürlich sagen, wir haben natürlich auch hohe Ansprüche. Wir wollen alle 100% damit zufrieden sein. Wir wollen einfach mal jetzt extrem viel Output liefern und Songs sammeln, sodass wir am Ende wirklich sagen können, jetzt ist es perfekt. Also ich finde, das zweite Album ist eigentlich fast das wichtigste Album. Und da bringt es nichts, einfach so auf mega Gas zu geben und Quantität zu liefern, sondern wir wollen ja wirklich Qualität liefern und sind da auch auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ja, und dementsprechend lasst euch überraschen. Es ist ja oft so, dass irgendwelche Bands oder Künstler das erste Album rausbringen und das ist super und dann kommt das zweite und das fällt ein bisschen ab. Mhm. So, und das wollen wir auf gar keinen Fall, das wird auch nicht so sein. Das heißt, wir werden mit dem zweiten Album definitiv noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Ganz, okay. Ganz sicher sogar. Ihr bleibt im selben Stil. Es bleibt wahrscheinlich ja. Deutsch. Und, ja. Ja, vom ja. Inhalt her. Wir singen jetzt auf Bayerisch. Wir singen auf Bayerisch. Ja, genau, das wäre es doch, oder? Kult auf Bayerisch. Nein, aber so von den Geschichten, die ihr erzählt und so. Das es bleibt deutsche Popmusik. Und der Rest, der kommt 2017. Okay, also mehr wird noch nicht verraten, ja? Wir sind ja auch ein bisschen, also wenn man das überlegt, wir sind ja, uns gibt es jetzt seit 3,5 Jahren ungefähr und wir sind natürlich auch 3,5 Jahre älter, mhm. Und wir haben in der Zeit natürlich auch sehr, sehr viel geschrieben, das heißt, man entwickelt sich musikalisch, man entwickelt sich von den Texten her, logischerweise, wir sind einfach auch ein bisschen älter geworden und die ersten, also es gibt Songs, die sind auf dem aktuellen Album, die sind tatsächlich auch 3,5 Jahre alt, mhm. Also die haben wir direkt zu Beginn geschrieben. Das wird jetzt natürlich alles ein bisschen erfahrener klingen, so, weil der Sound wird anders, wir haben, also was heißt nicht anders, es wird nicht, es bleibt halt deutsche Popmusik, aber ja. Wir entwickeln uns natürlich und wir sind sehr, sehr detailverliebt in dem, was wir gerade machen und haben viel mehr Sachen, die man da versteckt, die man quasi raushören kann. Es wird sehr viel detaillierter und ja, sehr schön. Und deswegen macht es dann halt auch mehr Spaß, das Album immer und immer wieder zu hören, weil man wird wahrscheinlich je öfter man das hört, immer mehr Zusammenhänge zwischen den Songs erkennen können und wir legen da auch sehr großen Wert auf den roten Faden, der da wirklich durchgeht und das ist eigentlich auch das, was ein gutes Album ausmacht, dass man halt wirklich das nicht zwei wie dreimal hört und dann hat man keine Lust mehr drauf, sondern man will es eigentlich immer öfter und öfter hören, weil man immer mehr Details erkennt und immer mehr Raffinessen, worüber man sich dann irgendwie auch extrem freuen kann. Ja. Albumtitel? Ja, gibt's schon. Sagen wir aber. Wird noch nicht verraten. Okay. Gibt's wahrscheinlich schon. Also, wir haben da. Ja, wir sind uns eigentlich schon. Ist ja. Noch im Gespräch. Aber es Album 2017. Wir haken das an der Stelle, genau. Wir haken das an der Stelle ab. Also 2016 ist bei euch total viel passiert. Also, ja. Ihr seid einmal quer durch ganz Deutschland getourt, von Hamburg bis nach Berlin, bis runter nach München und ganz viel auch im Ruhrgebiet. Könnt ihr da irgendein Highlight vielleicht mal erzählen, was so für euch total prägend war? Es gibt viele Highlights. Es gibt ganz viele Highlights. Also Open Air war dieses Jahr super. Wir sind echt viel unterwegs gewesen. Da war, glaube ich, das Highlight wieder Essen Original. Mhm. Glaube ich, das war echt super. Begonnen zu spielen und da standen 200 und als wir fertig waren, war der ganze Platz wieder voll bis hinten. Und clubmäßig Hamburg extrem cool. Das war komplett voll, das Knust war ausverkauft. Das größte Highlight kommt ja eigentlich noch. Das größte Highlight kommt am 17.12. Ja, ne? Euer Jahresabschlusskonzert in der Weststadthalle. Genau. Genau. Da sind wir auch schon bei dem Thema Jahresabschluss und dann ins Jahr 2017. Was ist für 2017 eventuell schon in Planung? Hat man da schon Termine für Open Airs, Festivals vielleicht sogar oder Clubtour schon gebucht? Also es ist der Terminkalender, ich habe gerade nochmal reingeguckt, vorher ist schon extrem voll. Mhm. Wir haben natürlich noch restliche Kapazitäten, aber auf jeden Fall werden wir sehr, sehr viel spielen und keineswegs weniger als dieses Jahr oder davor. Das ist ja immer so, man darf das einfach rein rechtlich nicht vorwegnehmen, wo man spielt. Mhm. Das bis zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wird, offiziell ist das quasi geheim, sagen wir mal so. Aber der Terminkalender ist voll von großen Festivals über natürlich eine eigene Clubtour, die wir wieder geplant haben. Ja, wer weiß, eventuell werden wir nochmal hier und da einen Support spielen. Also da steht auf jeden Fall einiges bevor. Okay. Weststadthalle,
ausverkauft bereits oder wie sieht's aus? Ist noch nicht ausverkauft, aber deutlich voller als letztes Jahr. Jetzt schon. Oder dieses Jahr, wir waren ja im Februar. Ja, im Februar war es. Genau. Wir waren im Februar Ja. Okay. Es ist jetzt schon ist viel, schon, viel voller als im Februar und das, ja, wir haben noch Restkarten, ein paar, aber ich, also selbst wenn jetzt, wenn es das schon gewesen wäre, wäre die Hütte schon sehr, sehr voll. Und ja. Das, also wir freuen uns unsagbar darüber, was da los ist und wir verstehen es nicht, wir freuen uns einfach nur noch. Aber sag mal so, als wir angefangen haben zu spielen, da konnte man noch, da kannte man die Leute so. Mittlerweile verliert man den Überblick, das sind nämlich viele. Ja. So, wenn es dann mehr als 800 sind, dann kennt man nicht mehr jeden. Er kennt trotzdem Krause. Das ist obercool. Krause kennt jeden. Krause kennt jeden und da kommen Leute an mit einem Foto von einem anderen Konzert, das sie irgendwie am Merchstand gemacht haben mit uns. Und dann kommt das Bild und Krause sagt, ach ja, das war doch am 17.04. in dem und dem Club und da an der Ecke mit dir und du heißt sowieso. Also das ist krass, das ist Wahnsinn. Du bist das kennt also, er immer bist, an seiner Frisur. Also quasi so ein bisschen der Denker der Band, ja? Also du hast immer alles... Mit dem Elefanten. Hat auf jeden Fall die Denkerhaare. Ja, die Geheimratsdenkecken. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe mir dafür auch ein paar Interviews mal so angesehen bei YouTube, was ihr so vor ein paar Jahren auch schon mal so gegeben habt. Und da war ein Interview, da wurdet ihr gefragt, was habt ihr für Ziele? Und da hast du, glaube ich, geantwortet, 100er Clubs ausverkaufen möchtest du. Ja. Ich würde sagen, 2016 Wunsch ist in Erfüllung gegangen, oder? Ja, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre, das war 2014, genau. Ja, also... da haben wir das Ziel wahrscheinlich noch relativ niedrig gesteckt. Man weiß ja immer nicht, wo der ganze Zug so hinfährt, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. So, und jetzt, die Ziele sind jetzt nochmal, genau, frag mich in zwei Jahren nochmal, jetzt mache ich eine Null hinten dran. Ja, okay, also jetzt macht er eine Null hinten dran, das heißt also jetzt willst du in zwei Jahren. In die Dortmunder Westfalenhalle oder wo soll es jetzt hingehen? Was ist jetzt Ziel? Also Tausender Clubs so im Durchschnitt so. Genau. Also das deutschlandweit stabil, das ist halt schon, also das ist obere machen nicht viele. Das ist schon also echt, wenn man das über einen längeren Zeitraum schafft, so, dann ist das schon. Ja. Also wir kratzen ja jetzt, also die Weststadthalle fast ja 1050. Das ist natürlich bei uns zu Hause ist es natürlich immer noch ein paar Leute mehr natürlich und wir haben auch oft hier gespielt. Aber sollte man sowas schaffen, deutschlandweit wirklich zu spielen, diese Clubgröße, dann ist das, also, ja, das schaffen nicht viele in Deutschland so. Das ist, da kommt man dann echt schon an die ganz Großen ran. Ja, ihr schafft das und wir sehen uns in zwei Jahren. In zwei Jahren sprechen wir nochmal. Das wäre natürlich Wahnsinn. Ich habe ein bisschen was mit euch vor. Und zwar können unsere Zuschauer von der Musikathek auch was gewinnen. Und unter anderem würde ich jetzt gerne mit euch Weihnachtskugeln basteln. Ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Ja, ihr freut euch natürlich ganz doll darüber. Ich packe das alles jetzt mal. Darf man das anfassen? Das ist übrigens Krauses Bart. Also immer wenn er Barthaare verliert, werden die eingefärbt. Nein, ja natürlich Lametta, aber das ist... Das ist Engelshaar, so heißt es. Sag ich doch. Ja. Genau das habe ich ja gerade erzählt. Es ist aus der Bürste gesammelt und dann Silber und Gold eingefärbt. Ach so, meinst du? Ja, ja. Genau. Stört das eigentlich für den Ton? Nee, das stört überhaupt nicht. Hier ist schon platt. Ja, wir ärgern jetzt den Kameramann ein bisschen Er rastet aus. So, ihr was seht also, es liegen Kugeln auf dem Tisch. Aha. Liegen Fotos auf dem Tisch. Immer das richtig. Oh, wo habt ihr die denn her? So habe ich mal ausgesehen. Die habe ich geklaut. Ja. Das ist auch so eine Sache, die in den zwei Jahren passiert oder in den drei Jahren passiert ist, wenn man sich die Fotos von uns anguckt. Du bist attraktiver geworden? Ja? Nee. Wir sehen älter aus, was ja auch normal ist. Aber also wir haben uns letztens darüber unterhalten, dass wir in den letzten drei Jahren wahrscheinlich 10 Jahre gealtert sind. Guck mal, du bist hier oben drauf bei mir. Ja. Ja, man denkt irgendwie immer, dass das ist halt so ein bisschen Musik machen, aber es ist doch schon ziemlich anstrengend. Ja. Deswegen nicht weniger geil, aber ja, das nochmal. Ja, ihr dürft anfangen. Und zwar könnt ihr diese Kugeln jetzt quasi zusammenbauen, aber ihr dürft die so befüllen, wie ihr wollt. Das darf auch dranbleiben, weil dann habt ihr nämlich so einen Orientierungspunkt. Ja, das ist also oben quasi. Und jetzt stelle ich mir das so vor, wenn wir jetzt mal hier so Christian. Ja, das ist doch schön. Also, Luft aus der Musikschule, original. So ja? Also Christian so in der Kugel, das ist dann deine. Und befüllen und bekleben dürft ihr das jetzt nach Lust und Laune. Da liegen jede Menge Sticker, die sind ausreichend vorhanden. Und wenn es bunt werden soll, dann habe ich auch noch was Buntes dabei.
Dürfen wir auch unsere eigenen Fotos verschönern? Ja. Ah, das ist cool. Das Problem ist, Musik machen, ja, basteln, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich bin davon sieht dann immer aus wie von so einem Kindergartenkind. Dann musst du es andersrum machen. Das ist, also das, die Rückseite wird noch beklebt hinterher. Ach so, genau. So kommt das rein und dann wird das hier. Du bist quasi dann vorne. Ja. Okay. Aber immer dran denken, das ist nämlich oben. Ja? Also muss ich das. Du musst das ja, das, man muss jetzt umdenken. Ich bin jetzt schon überfordert, muss ich sagen. Du kriegst das hin. Ich bin, ich bin so. Diese Weihnachtskugeln könnt ihr nämlich gewinnen. Absolute Teilnahmebedingungen stehen hinterher unter dem Video erklärt. Es wird aber so laufen, dass ihr ein bisschen kommentieren dürft. Ihr dürft das Video mit Weihnachtssprüchen oder lustigen Weihnachtsbildern kommentieren und nehmt damit dann automatisch am Gewinnspiel teil. Genau, die Jungs geben jetzt mal Gas. Ich erzähle aber ein bisschen was und ich unterhalte mich noch ein bisschen mit euch, ja? Wenn es Krause, möchtest du mir mal erzählen, Weihnachten, wie sieht Weihnachten bei dir so aus? Singt ihr unterm Tannenbaum? Nee. Gibt es einen Tannenbaum? Es gab immer einen Tannenbaum, so. Also bei uns, also bei meinen Eltern. Ich feiere mit meinen Eltern und bei meinem Onkel sind wir. Und da gibt es auch einen Tannenbaum. Ja. Ja, das ist ganz gemütlich, ganz kleine Runde, so sitzen. Da gibt es irgendwie Kartoffelsalat oder Fondue. Ja. Okay. Das und dann war's. Werden tatsächlich ein paar Lieder geträllert, oder? Nee. Obwohl da mal musikfreie Zone quasi. Ja. Krause macht doch immer das Radio aus. Obwohl, also ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Mein Vater ist Musiker, mein Onkel, bei dem wir auch feiern, ist auch Musiker. Und aber selber spielen wir jetzt da nicht. Okay. Das ist einfach gemütlich zusammen. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Geschenke tatsächlich unterm Christbaum und dann gibt es irgendwann Bescherung? Oder? Ja, das ist ziemlich traditionell bei uns. Ja. Also ich lege irgendwie auch sehr großen Wert auf Familie. Mhm. Und da kommen wirklich alle, die so um uns herum irgendwie blutsverwandt sind. Und wir versuchen bei meinen Eltern zusammen Weihnachten zu feiern und dann großer Weihnachtsbaum, 1000 Geschenke. Jedes Mal sagen wir schenken uns nur ganz bisschen und dann, ich weiß nicht, kann sich trotzdem niemand zusammenreißen und versucht irgendwie eben einen schönen Abend zu machen. Abends gibt es eigentlich standardmäßig Raclette. Oftmals war es so, dass manche gehen in die Kirche, ich bleib immer zu Hause und koch dann. Das geht auf meine Kappe. Ja, ansonsten, ich glaube, ich spiele ziemlich viel Klavier und Gitarre, was das so angeht. So. Und je nachdem, abends artet das dann immer eher in so einer Party aus. Das können wir relativ gut. Dann gibt es ein bisschen was zu trinken, irgendwie Musik wird laut angemacht. Gin Tonic. Genau, Gin Tonic. Vodka Lemon auf den Tisch. Und dann wird gekickert und irgendwie vielleicht ein bisschen getanzt oder so. Und dann, dann ähnelt es nicht mehr sehr viel Weihnachten, aber es hat damit angefangen. So. Okay. Bei Familie Evers liegen dann alle unter Weihnachtsbaum. Ja, sehr gut. Genau. Und ihr torkelt dann gemeinsam noch in die Kirche oder Kirche an dem Tag gar nicht? Ja, also die letzten Jahre haben wir es nicht mehr gemacht so. Früher mal ja. Also es ist so, weiß ich nicht, das ergibt sich immer spontan. Es kommt auch irgendwie so auf die Weihnachtsstimmung an, wie man so drauf ist. So. Manchmal schafft man es früh in Weihnachtsstimmung zu kommen und manchmal irgendwie erst an einem Abend so. Mhm. Und was ich dazu aber noch erzählen kann, früher war ich immer Weihnachten in der Kirche, weil da wurde ich immer angerufen ein paar Tage vorher und der Orgelspieler fehlte irgendwie noch und dann habe ich schon irgendwie ab da, wo ich 12 war, in der Kirche Orgel gespielt und Weihnachtslieder. So, also wenn ihr mich braucht, ruft mich an, ich spiele Orgel. Philipp für eure Weihnachtsfeier zu Hause, genau. Ja, ich kenne sie alle. Sehr gut. Ja, wie sieht's bei dir aus, Chris? Was wünschst du dir zu Weihnachten? Schreibst du Wunschzettel an den Weihnachtsmann oder gibt's bei euch das und den schieße ich durch den Kamin. Es gibt das Christkind. Christkind, ja, okay. Also Wunschzettel an den ans Christkind, oder? Ja, wir haben den großen Konsum abgeschworen bei uns zu Hause und wir wichteln. Ich mach das ab, dann kann ich besser. Ja. Wir wichteln tatsächlich und da gibt's eine Grenze von 30 Euro und es werden Zettel gezogen und jeder bekommt ein Geschenk von demjenigen, den er gezogen hat. Und und es ist also auch ganz klassisch und es gibt auch einen Weihnachtsbaum und es gibt Fondue. Mhm. Aber dann bekommt jeder ein Geschenk von jemand anderem. Mhm.
Und ja, dann erfreut man sich an dem Zusammensitzen. Ja. Und ja, nicht an einem neuen Fernseher oder so. Ja. Schön. Das ist gemütlich auf jeden Fall. Darf ich? Ja, du darfst, genau. Ich habe unsere Musikathek-Box wieder dabei. Ja, in dieser Box befinden sich jede Menge halbe Sätze. Ja. Und da darf gleich jetzt mal jeder von euch ein Zettelchen ziehen und diesen Satz zur Hälfte eben vorlesen und zu Ende führen, so wie er das für richtig hält. Ja. Möchtest du vielleicht mal anfangen? Ja, ich bin gerade überfordert mit dem. Aber ich mache das jetzt hier. Oh. Irgendwer hat den Tisch golden. 2 Euro. Das ist ja gut. Vor allem das ist vor allem Lackstift, das bleibt. Das geht nicht mehr. Das macht nichts. Toll, Philipp, danke. So, ich verwisch das so ein bisschen. Super Idee. Fantastisch. Ja, wer bringt denn solche Stifte hier mit? Soll ich das vorlesen jetzt? Ja. Okay, ich habe gezogen. Gib mir 1 Million Euro und ich... Mach daraus 2 im Casino. Wieso hab ich es nicht gezogen? Ich kaufe mir eine Gitarre und den Rest spare ich. Oder wie? Ja, okay, gut. Möchtest du verraten, welche Gitarre es ist? Ich hoffe, er mal einen Bass. Gitarre ist mein Job. Aber er hat eine, hat er. Also du hast es mit der 1 Million verstanden. Grundsätzlich. Weißt du, wie viel das Geld für Null ist? Hatte war ja nicht so. Ja, was soll ich jetzt damit? Ich kaufe mir ein Fahrrad und fahre um die Welt. Ja, ich hoffe, ein. Ja, was soll ich damit machen? Ne? Also du kaufst dir eine Gitarre und den Rest möchtest du sicherheitshalber mal zur Seite legen. Genau. Ja. Für eine zweite Gitarre. Für eine zweite Gitarre. Sehr gut. Okay. Wir sollten das Geld nicht mehr unter uns allen teilen, sondern wir kriegen mehr. Er braucht eh nichts. Ja. Okay. Der Rest kommt in die Kult-Bandkasse. Bist du verrückt? Nein. Okay. Was? Pommes heute mal? Aus Boden. Pommes heute mal nicht. Ich hatte nämlich gestern welche. Pommes heute mal nicht? Also, ich auch, gestern Abend. Und jeden Tag sollte man keine Pommes essen, weil Pommes sind ungesund. Ich hab mich geschnitten. Aber es ist ja Gemüse, oder? Im eigentlichen Sinne ist es Gemüse, aber frittiertes Gemüse und das sind alles gesättigte Fettsäuren, furchtbar ungesund und überhaupt nicht gut. Deswegen besser mal keine Pommes. Sondern auch mal einen Apfel. Ja. Ja. Man merkt, Chris hat mit dem Sport wieder angefangen, ja? Also es ist Wollte ich. Ich war auch einmal da. Vor 4 Wochen habe ich wieder angefangen mit Sport und seitdem habe ich aber Geburtstag gehabt und das war so katastrophal. Cool, ich habe noch 2 Flaschen Gin mehr Nachschub geholt. Ja, und dann jetzt bin ich wieder auf dem Null-Level. So, ich muss wieder ganz gut. Ich mal noch einen Tannenbaum, ja. Ne? Der ja, Philipp muss auch darf, genau, ihr dürft malen und ihr dürft auch Autogramme draufschreiben oder was auch immer ihr möchtet. Du musst auch noch ein Zettelchen ziehen. Dann tue ich hier nach da rein. So, Moment. So. Morgens 9:30 in Deutschland. Sitzen. Ja, das ist so ungefähr die Uhrzeit, wo wir irgendwie von den Toten erwachen und versuchen oftmals einen Song zu schreiben. Also bei uns ist das so, dass wir nachmittags zum Großteil unterrichten. Mhm. Also ich, und deswegen findet das Songwriting eigentlich bei uns immer so von circa 9:30 in Deutschland bis 15 Uhr statt oder 14 Uhr. Und deswegen ist das so ungefähr die Uhrzeit, wo unser Arbeitstag beginnt. Das ist lustig, zieh noch einen. Möchtest du noch einen ziehen? Ja. Dann machen wir jetzt mal eine Ausnahme und Chris darf gerne noch ein Zettelchen ziehen. Okay. Und du möchtest die Frage mit der Million haben, ne? Ja. Ja, die ist draußen. Nein, ich habe 2. Woran hast du dich geschnitten? Am Lametta. Tatsächlich. Ich schaffe es, mich am Lametta. Eine gute Party endet. Nie. Da sind wir. Da sind wir doch bei einem interessanten Thema. Eine gute Party endet. Oh, oh. Ja, mit einem... Mit ganz viel Konfetti mit auf jeden ganz Fall. Viel Konfetti. Oh ja, oh ja. Mit Konfetti in der Unterhose. Genau, das war nämlich vor 2 Wochen in Berlin. Und Philipp und Krause sind dann noch steil gegangen. Ich glaube, sie wissen selber nicht mehr genau, wo sie waren. Auf jeden Fall waren sie auf einer Konfetti-Party und kamen dann nachts ins Hotel und haben mich geweckt und ich war schon am Schlafen. Ich war auch fertig, das stimmt, ich lag auch im Bett und war... Ja, war müde so und dann kam Philipp und Krause rein und das Hotelzimmer
wir hatten, sagen wir so, wir hatten Glück, dass wir nicht sehr viel Geld für die Reinigungskosten zahlen mussten. Und überall rieselte es, aus jeder Ritze rieselte es Konfetti. Ja, nicht nur unser Zimmer, ne? Das Witzige war ja, am nächsten Tag, wo wir dann aufgestanden sind, wirklich, wir waren in der 4. Etage, aber ohne Aufzug, der ganze Gang dahin, das Badezimmer, irgendwelche Aufenthaltsräume, alles war wirklich voll Konfetti. Das ganze Treppenhaus, ja, und mir war das so abends gar nicht bewusst, oder wir kamen so gegen 7 nach Hause, und wo wir dann da waren, ich weiß nicht, ich habe es noch irgendwie geschafft, frühstücken zu gehen, und 5 Minuten bevor wir fahren mussten, habe ich Krause dann geweckt. Und er stand auch einfach nur auf, hat einen Lachanfall gekriegt, hat seine Schuhe genommen, ist zum Fenster gegangen und hat erstmal 2 Minuten so gemacht, um da irgendwie das Konfetti rauszukriegen. Es war einfach überall. Und das Witzige ist, gestern saß ich auf dem Sofa und dieses scheiß Konfetti lag auf einmal wieder neben mir. Das ist 2 Wochen her. 2 Wochen, ich schwöre es, gestern lag wieder Konfetti neben mir. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Wenn wir uns in 2 Jahren nochmal treffen, um zu erforschen, was das nächste Ziel ist, und du dann irgendwo noch Konfetti findest, also dann feiere ich dich. Ich glaube, dann ist Konfetti echt euer... Das muss auf jeder Bühnenparty dann irgendwie passieren, oder? Hast uns jeder Veranstalter. Nirgendwo mehr spielen. Das wollten wir mal machen, das geht nicht. Ja. Aber Lametta habe ich gehört von unserem Veranstalter. Lametta geht klar. Da war dann nämlich MC Pitti und hat Lametta-Bomben gezündet und das war noch viel schlimmer. Ich glaube, das ist auch mindestens genauso hartnäckig wie Konfetti, oder? Ja, er meinte, das klebt wenigstens nicht, wenn es nass ist, aber es kommt ja immer auf die Menge an, ne? Okay, super. Die Weihnachtskugeln gehen, wie gesagt, in die Verlosung. Wir haben aber noch was dabei. Ihr könnt 2 Tickets gewinnen für das Kultkonzert im März im Stadtteilzentrum Pluto vom Rockbüro Herne. Die gehen auch mit in die Verlosung. Und dann habe ich hier noch eine Leinwand mitgebracht. Ja, die ist schön. Ja, ich glaube, jetzt sieht man mich nicht. Aber ich hoffe, man hört mich trotzdem. Da kommen auch noch Unterschriften von den Jungs drauf und die geht mit in die Verlosung. Das ist ein Foto aus der Weststadthalle, also vom Heimspiel 2016. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das war da sehr voll. Und dieses Jahr kommen fast doppelt so viele Leute. Mhm. Es wird eng und heiß. Oh yeah. Und dann versuchen wir das, gut, dass wir auf der Bühne stehen. Nochmal so nachzustellen, oder? Dann geht das noch weiter, dann geht das bis hier. Genau, dann machen wir ein Panoramabild daraus. Cool. Kriegst du die auch nicht zu? Ich hab's auch nicht hingekriegt. Ich mach das für euch. Also auf die Leinwand kommen gleich noch Unterschriften von den Jungs und dann geht das auch mit in die Verlosung. Schmeiß es zu. Wir basteln jetzt noch zu Ende. Damit schöne Weihnachten. Ja, wir sind fertig. Also ihr könnt es schon sehen. Ich bin nicht. Können wir schon mal zeigen hier. Ich kann das hier mal in die Kamera. Soll ich das in die Kamera? Das ist genau meine Weihnachtskugel, die ihr quasi euch dann an den Weihnachtsbaum hängen könnt. Ja. Und das ist meine. Super. Sehr schön. Philipp zeigt deine Weihnachtskugel. Ich bin dann noch gar nicht fertig. Ja, genau. Das ist schon nicht schlecht. Mach in Ruhe fertig. Die Jungs basteln, wie gesagt, jetzt noch zu Ende. Ich sag schon mal Tschüss an euch da draußen. Verabschiede mich jetzt quasi und ich glaube, die Jungs haben gleich noch ein kleines Konzert. Ach so, ja, genau, es gibt jetzt noch ein Special. Ach, und zwar gibt es unser meistgehassten Weihnachtssong. Ja? Soll ich erst zu Ende basteln? Nö, komm, wir machen das mal. Ich brauche aber den, das ist so ein Ding. Keiner kennt den Text, weil man es immer wegschaltet im Radio und dann super Ohrwurm hat, aber ihr schaltet jetzt bloß nicht weg, weil sonst gibt es richtig Ärger. Genau, aber ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Die Musikathek trifft und in 2 Jahren auf jeden Fall wieder mit den Jungs von Kult. Bis dann, ciao. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And this year's to set me free, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eyes. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it up and send it with a note saying, love you. And now I know what a fool I've been, but you kiss me now and never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year is to save me from tears, I give you someone special, special. Oh, I give it to you.
leider. Ich blute.